von Migrantengruppen, insbesondere aus Südosteuropa, zu klar gegliederten Banden und Verbrecherklicks zurückzuführen ist. Man muss hier wohl schon von einer Art systematisierter Arbeitsteilung sprechen. Die Bande aus Düsseldorf geht in Bochum die Wohnung ausräumen, während zeitgleich die Bochumer Kollegen ihre Einbrüche in Düsseldorf begehen. Diese Vorgehensweise hat durchaus Methode, weil es eine Zuordnung einzelner Taten zu spezifischen Tätern stark erschwert. Ohne das Problem pauschalisieren zu wollen. Somit hat dieser Kundgebungsort das Übergangswohnheim der Wohlfahrtsstraße 3 insofern empfohlen, als dass sich die rund 300 Bewohner ethnisch aus Rumänen, Bulgaren, Jugoslawen und als politisch korrekt abgetaucht ist. Die unhaltbaren Zustände strahlen auch negativ auf die hier noch letzten wohnenden deutschen Volksgenossen aus. Beleidigung, Beschimpfung, obszöne Bemerkung, aber auch Diebstahl, Sachbeschädigung, Mord und Vergewaltigung prägen inzwischen den Alltag der Menschen in Bochum. Wir setzen uns dagegen zur Wehr, dass der kleine Mann die Folgen einer gescheiterten Asylpolitik austragen muss. Wir mit der roten Welt! Nationaler Sozialismus!